Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Und heute mal wieder, es ist ja schließlich Mittwoch, mit einem Comic. Und zwar erschienen beim Splitter Verlag Stern. Stern, erdacht, geschrieben und gezeichnet von den Gebrüdern Maffrey, Julien und Frédéric. Also tatsächlich hier ein Familienprojekt. Ich muss mal so halten, dass es nicht so komplett reingeht. Hier haben wir den Stern, den Totengräber, Untertitel Der Totengräber. Das ist er. Der Tramp, der ist da drin, und der Mörder, der ist auch da drin. Aber das werdet ihr in diesem Review nicht erfahren, wer der Mörder ist, denn das würde ja nun den ganzen Spaß wegnehmen. Ne? Es ist ein Western-Comic. Ja? Man sieht es vielleicht so ganz grob, aber auch Tramp und sowas deutet darauf hin. Western ist ja nun ein ganz eigenes Genre im französischen Comic-Bereich oder im franco-belgischen Comic-Bereich. Da gibt es ja einiges. Aber es ist ein Genre, mit dem ich persönlich mich nie groß auseinandergesetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber irgendwie bin ich zu den Western nie durchgedrungen. Umso interessanter ist das Ganze jetzt für mich. Und umso interessanter auch, dass auch dieses hier wieder historisch akkurat verknüpft ist. Und dazu gleich mehr. Ja, der historische Aufhänger für dieses Comic ist nämlich das Massaker von Lawrence. Und das war im August 1863. Dieses Comic spielt relativ exakt auf den Tag genau 19 Jahre später. Das erfährt man im Verlauf der Handlung. Es gab in den Südstaaten und Nordstaaten so zur Zeit des, beziehungsweise es gab es in den Nordstaaten eher, aber es waren Südstaatler, also zur Zeit des Bürgerkriegs war es, das marodierende, herrenlose Armee oder so paramilitärische Einheiten durch die Städte gezogen sind, geplündert und gemordet haben. Und hier die sogenannten Bushwhackers, oder ja, doch die Bushwhackers, dieses Massaker in Lawrence angerichtet haben. Ziel war eigentlich, einen Senator aus der Stadt zu entführen, der sich aber schon lange abgesetzt hatte. Und so ließ man seine gesamte Wut, seinen Hass an der Bevölkerung aus. Da sind also 200 Zivilisten mindestens gestorben. Kinder, Erwachsene, ganz egal. Da wurde von niemandem Halt gemacht. Also es war wirklich ein Blutbad, das da angerichtet wurde, vom Allergrausamsten. Ja. Und also diese Bushwhackers unterstanden eben keinem Generalstab, keiner Armee und haben sich also überhaupt an Krieg ist ja an sich schon dreckig, aber an die kleinsten Regeln schon nicht mal mehr gehalten. Und also völlig ja, vom Allerübelsten. Und das ist also dieser Hintergrund, vor dem das Ganze spielt, und viele haben das mitbekommen. Also es spielt nicht in Lawrence, sondern in Morrison, kleine Stadt in der Nähe von Lawrence. Aber viele haben es mitbekommen, dieses Massaker, und es ist hier und da immer wieder Thema, genau wie der Krieg hier und da immer wieder Thema ist. Es ist, wie gesagt, alles noch nicht allzu lange her. Es sitzt bei den Leuten, die es erlebt haben, immer noch fest. Und ja, zu mehr kommen wir dann gleich. Ja, die Autoren, da hatte ich, wie gesagt, schon erwähnt, das sind Geschwister. Viel habe ich auch tatsächlich nicht rausbekommen. Der Autor selber hat noch nichts gemacht bisher. Seine erste Serie steht auch vorne drin. Und wenn man das Grab von Alexander dem Großen, da hat sein Bruder schon mal gezeichnet. Ich habe selber nicht gelesen, soll storymäßig gut sein. Ich habe die Zeichnung selber nicht gesehen. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das. Ist bei EHPA erschienen, ziemlich dickes Ding. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen. Finde es vom Hintergrund natürlich schon wieder interessant. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Erfahrung habt mit diesem Band. Und wie gesagt, es ist ein Western-Comic und es spielt in Morrison, 19 Jahre nach diesem Massaker. Es hat eine Crime-Story, da kommen wir gleich zu. Und es ist vom Setting her, es ist so die ganz, ganz klassische Westernstadt, die man aus Filmen, aus alten Cowboy-Serien kennt, also wie man sich das vorstellt. Es gibt also diese große Main Street, und da sind dann also die ganzen Gebäude dran. Es gibt ein Bordell, es gibt einen Saloon, es gibt den Sheriff, es gibt den Barbier, es gibt einen Gemischtwarenhändler, das ist alles da. Und genauso gut die typischen verschrobenen Charaktere, der Sheriff, immer neutral, aber misstrauisch allen gegenüber und Fremden sowieso. Ja, ein unterschwelliger Rassismus kommt immer wieder zum Vorschein, wie es in den USA ja wohl an der Tagesordnung war. Da gibt es ja nichts zu beschönigen. Und der Saloon immer geöffnet. Dann gibt es halt die Tramps, die irgendwie den Absprung aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, nach dem Krieg wahrscheinlich mehr als vor dem Krieg, die gnadenlos morgens schon im Alkohol frönen, und der Gemischtwarenladen. Das ist wirklich also ein klassisches Setting, wo man sich, wenn man so den einen oder anderen Western kennt und vielleicht auch mag, gleich wiederfindet, sage ich mal. Also das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber muss man ja auch nicht. Ja, das ist letztendlich, zum einen ist es soll es ja hier an historischen Fakten angelehnt sein, dann kann man auch nicht groß was dazu erfinden oder sollte man vielleicht auch lassen. Und zum anderen
warum, es funktioniert ja, ne? Dieses Setting funktioniert einfach reibungslos. Das Ganze zeichnungsmäßig gut unterlegt, da gucken wir gleich nochmal genauer rein. Und dementsprechend ist das Setting also schon mal atmosphärisch sehr gelungen. Ja, bevor wir gleich einsteigen hier in den Band, kurz ein paar Worte zu diesem jungen Herrn hier, dem Stern. Ist auch tatsächlich jung. Oft ist es ja so, dass der Totengräber doch eher so ein alter, relativ obskur aussehender Mensch ist. Obskur ist er hier auch so ein bisschen. Dieses hagere, ernst, er lacht nicht den ganzen Band über. Gut, gehört vielleicht auch einfach zu Berufsethos. Er ist wortkarg, unbeliebt, neu. Ja, was heißt neu? Er wohnt seit ein paar Jahren da, aber das ist wahrscheinlich für viele immer noch neu. Und ja, er ist einfach der Totengräber und er passt wirklich in die Rolle. Er ist wirklich super dargestellt, ist ein klasse Charakter. Und was er ist, es ist sehr belesen. Also er ist sehr belesen. Es geht, das ist auch so ein Thema, das sich durch den Band zieht. Immer wieder Literatur, dass Werke aus der Literatur genommen werden, über die sich kurz unterhalten wird, jetzt nicht seitenlang irgendwie sich darüber ergangen wird, aber immer so leicht, ganz leicht angerissen, das sieht man in 1, 2, 3 Szenen, da geht es immer um Don Quixote, mal um Moby Dick, Edgar Allan Poe, Shakespeare, also immer so hier und da wird das angerissen, ist durchaus sein Thema und er sitzt, was Literatur angeht, in diesem Kaff Morrison wirklich auf dem Trockenen, wo dann einmal wöchentlich oder einmal monatlich, ich weiß es nicht genau, beim Gemischtwarenhändler dann das, die neueste Ausgabe, da liegt von, also die Abenteuer des Jesse James vs. Geronimo ist dann zum Beispiel, wird dann angesetzt, ist nicht schlecht, aber ist nicht sein Level, sagt er auch. Und, also wie gesagt, er ist da so ein bisschen allein auf weiter Flur in diesem Dorf. Oder in dieser Kleinstadt. Ja, und hier sind wir auch schon drin im Comic. Ich will jetzt auch gar nicht, ich zeige Bilder, erzähle ein bisschen was zur Einleitung, aber weiter in die Story gehe ich auch auf keinen Fall rein, denn ich hatte es gesagt, es ist eine Crime-Story und da wäre es einfach fies, da wäre es gemein jetzt, wenn ich jetzt so viel vorwegnehme. Ich werde auch nicht alle Charaktere einführen. Von daher, das müsst ihr dann selber lesen, denn es ist, wie gesagt, ich will hier nicht rumspoilern. Ne? Hier sehen wir noch auf jeden Fall was von dieser Eingangsschlacht, also dieses Massaker von Lawrence. Sieht man hier noch so ein bisschen, ist nachher relativ wichtig, was da passiert. Und das ist auch eine Sache, die sich durchs Comic zieht. Das ist mitunter sehr detailliert und mitunter auch wichtig, auf Kleinigkeiten in den Panels zu achten, um vielleicht später nicht zurückblättern zu müssen oder einfach um Aha-Effekte noch deutlicher werden zu lassen. Das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, Beispiele nenne ich keine. Hier sehen wir den Herrn Stern, wie er morgens 1882 von Morrison, Coffee County, Kansas. Bisschen abseits vom Dorf wohnt er ja nun als Friedhofsgärtner oder auch als Totengräber. Ne? Grabkultur war er ja nicht so. Sitzt auf seiner Kutsche, fährt runter nach Morrison, denn es gab im örtlichen Hurenhaus, oh, das ist eine Seite zu viel, einen Todesfall. Da liegt der Herr Benning und hat den Geist aufgegeben und soll nun dort von dem Herrn Stern abgeholt werden. Das Ganze soll relativ schnell vonstatten gehen, denn schlecht fürs Geschäft und den Mädels macht das Angst, sagt die Betreiberin des Ladens und dementsprechend schnell erledigt er den Job. Kurz, wortlos nicht, aber mit wenigen Worten, denn er ist ja, wie gesagt, eher der ruhige, introvertierte Typ und ist dann hier wieder zurück auf dem Friedhof, bekommt daraufhin eine Einladung und zwar von dieser Dame, das ist die Gesellschafterin der Ehefrau von dem Benning, also von Mrs. S. Benning. Das ist eine Familie, die hat ein bisschen mehr Geld. Das sieht man hier ganz gut, also relativ großes Anwesen, ne? Einigermaßen schick möbliert. Also die Sache ist nämlich die Frau Benning ist sich verdammt sicher, warum ihr Mann gestorben ist, denn es liegt am Alkohol, er hat zu viel getrunken und sie ist Vorsitzende einer Liga gegen Alkohol, überhaupt gegen Alkohol, nicht nur gegen Alkoholmissbrauch und möchte von dem Herrn Stern, dass der Herr Stern ihren Mann seziert und die Organe nimmt, damit sie die Organe als abschreckendes Beispiel an junge Leute weitergeben, beziehungsweise jungen Leuten zeigen kann. Der hat dem Motto hier, das wird aus euren Organen und so sterbt ihr, wenn ihr weiterhin Alkohol trinkt. Das ist also ihr Anliegen und so kommt die ganze Sache ins Rollen, denn Sezierungen waren ja nicht an der Tagesordnung zu diesem Zeitpunkt. Aber der Herr Stern macht es. Ich mache jetzt hier mal eine Pause mit dem Weiterblättern. Der Herr Stern macht es und entdeckt bei diesem Sezieren eben, dass es eben nicht der Alkohol war,
der hauptursächlich nun war für den Tod, sondern dass da wohl noch was anderes im Spiel war. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf, denn, wie ich sagte, Crime Story. Und bis hier erzähle ich, mehr werde ich mal nicht verraten, ich will euch nicht spoilern, sondern wir gehen einfach jetzt mal weiter auf das Comic selbst an und nicht so ganz auf die Story. Ja, und jetzt ohne groß über die Story zu reden, blättern wir einfach noch mal so ein, zwei Seiten an. Also man sieht das, es ist wirklich, die Farbtöne sind schön, es ist wirklich diese staubige, so fast wüstenartige hier, so wie der Schatteneinschlag. Man sieht, dass es heiß ist, man sieht, dass der Sand wirklich, dass es trocken ist. Es hat also diese Wässeratmosphäre, es klappt gut von den Farben her, sage ich einfach. Es passt alles, ne? Also hier ist innen drin dann wieder mehr so in Brauntönen. Aber auch sowas hier, sehr, sehr schön dann, wo wirklich dann auf einmal nichts mehr im Mittelpunkt steht, außer eher Klavier und Musik und alles andere ist in diesem Moment wirklich verschwunden. Ja, und wir sehen in der Bar und dann später in der Nacht, das ist, ich sag mal zu den Zeichnungen, sind jetzt nicht irgendwie herausragend, aber sie liefern oder sie transportieren genau das, was sie wollen, nämlich Atmosphäre, und finde gerade im wenn man diese beiden hier nimmt, also diese beiden als für mich mit wichtigsten Charaktere der Story, nämlich der Totengräber und der Tramp. Klar gibt es noch den Mörder, aber da wollen wir nichts von erzählen jetzt. Die werden allein durch die Zeichnung, also super unterstrichen, also die Art, wie sie drauf sind, ihr Charakter, das wird nochmal so wirklich ganz gut in Szene gesetzt, wenn auch der Rest, also na klar, das sind gute Zeichnungen, es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch wirklich, ja, ganz, ne, relativ normal weg, sag ich da mal. Einfach so würde ich es nennen. Während, wie gesagt, er Personen eigentlich doch ganz gut hinkriegt. Ja, soweit der Inhalt und ein paar Panels. Ich habe jetzt vorher auch überlegt, zeige ich noch ein bisschen weiter rein, jetzt komme ich, aber ich hatte einfach auch ein bisschen Angst, da irgendwelche Schlüsselszenen eventuell zu zeigen, die dann einfach wieder zu viel wegnehmen oder vorwegnehmen an Story und in diesem Band, ich finde es nicht in jedem Band so super schlimm, aber gerade wenn es so eine Krimi-Story ist, sollte man da einfach ein bisschen dezenter mit umgehen. Und dezent ist auch das Stichwort. Ich halte diesen Comic für einen dezenten Western, muss ich sagen. Es ist und zwar, also das ist nicht negativ gemeint, er ist ruhig. Es wird, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nur an zwei Stellen geschossen in dem Buch. Das ist am Anfang natürlich dieses Massaker und später nochmal. Und ja, es gibt mal eine Hauerei. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hier Cowboy-Action am Stück gibt. Das ist wirklich eine relativ langsame Geschichte, die getragen wird von den Akteuren. Und auch die Akteure sind ja nun, wenn man jetzt diesen Stern nimmt zum Beispiel, relativ langsame Leute. Und das wird auch wieder, findet sich auch in den Zeichnungen einfach gut wieder. Diese Geschwindigkeit wird durch die Zeichnung irgendwie gehalten. Ich kann das immer schwer ausdrücken, aber es ist alles strahlt eine Ruhe aus. Die Farben, die Art der Zeichnung, die Art der Hauptcharaktere und selbst die etwas hektischeren Leute sind immer nur kurz zu sehen, während in oft dann so Gespräche im Mittelpunkt stehen, die der Stern führt, eben über Shakespeare oder über Moby Dick, sowas. Das sind so schöne Momente in dem Band, ganz einfach. Und immer wieder mal aufgelockert durch den ein oder anderen Action-Einschlag, aber ganz, 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 ganz minimal, wirklich nur. Ja, und von den Zeichnungen allgemein habe ich ja schon geredet, also sie unterstreichen das, sie transportieren die Story, sie transportieren die Charaktere sehr gut, vor allem eben die Charaktere, sind aber ansonsten eben völlig okay Kost, sage ich mal, ne? Abgesehen wirklich von diesen Charakteren. Und ich muss auch sagen, dass dieser Stern auf dem Cover hat mich schon allein schon angesprochen, ein bisschen mehr wissen zu wollen über dieses Comic. Also das ist tatsächlich so. Ne, das ist gelungen. Und mehr kann ich jetzt einfach zu diesem Comic gar nicht sagen. Also was zur Story, wie gesagt, will ich nicht mehr sagen. Im Hintergrund immer so schwelt der Bürgerkrieg. Das merkt man. Das finde ich auch sehr gut. Also er sitzt da, die Leute sind zum Teil noch traumatisiert, manche schweigen sich aus, manche erzählen vom Bürgerkrieg, wie es halt so ist, aber aus den Köpfen raus ist er zu keiner Zeit hier irgendwie, und das ist wahrscheinlich auch einfach, das sind 20 Jahre, wahrscheinlich aber auch eine Zeit, wo das gar nicht möglich ist.
das rauszuhaben nach der Zeit. Das ist wahrscheinlich so. Und das ist wirklich gut dargestellt. Und ansonsten würde ich abschließend sagen zu diesem Band, gefällt mir super. Mein sozusagen franco-belgisches Western-Debüt. Ich bin begeistert. Ich mag's und ich freue mich auf Band 2. Also in diesem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat und ihr das hier gemocht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen gebt oder also einen Daumen nach oben wäre schön oder wenn ihr ein Abo schaltet, wenn ihr einen Kommentar da lasst natürlich, wenn ihr kein YouTube-Konto habt, geht auf unsere Homepage www.vp-spiele.de, kommentiert da, ohne euch irgendwie anzumelden, ohne ein Konto einrichten zu müssen, alles möglich, per E-Mail sind wir erreichbar, alles was ihr wollt und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Nächsten Mittwoch, nächstes Comic oder auch zwischendurch ganz, ganz viel zum Thema Brettspielen. Alles klar, bis dahin, macht's gut und tschüss.